Gestern hat unser Sohn mal wieder so schön gespielt. Ich liebe es, ihm dabei zuzuschauen, wie er so in seiner Welt versinkt und so viele Dinge entdeckt. Naja, und dann haben wir abends wieder gemerkt, dass der Tag vorbei war und da wären ja noch die Hausaufgaben gewesen. Aber ich schreibe einfach inzwischen dann Briefe an die Lehrerin, warum die Hausaufgaben heute nicht gemacht werden konnten. Und inzwischen gibt es schon einige Geschichten und die habe ich auch vertont. Liebe Lehrerin, heute war ich wirklich froh. Unser Sohn lernte das Teilen heute so. Seine Käsescheibe zerteilte er in 64 Stücke. Er baute daraus einen Turm und danach noch eine Brücke. Am Ende wurde die Scheibe komplett zusammengesetzt. 8 mal 8 ist 64, das weiß er für immer jetzt. Nach diesem ganzen Käseduft brauchte unser Gehirn noch frische Luft. Die lieben Mathe-Hausaufgaben kann er heute wirklich nicht dabei haben. Kinder brauchen Zeit für ihre Fantasie, für ihre Cola-Ehr und für sich selbst im Wir, für ihre eigene Geschichte und ihre eigene Melodie. Nicht nur die Repetition, sondern jetzt und hier. Ihre genialen Ideen müssen jeden Tag geschehen, damit das Leben spannend bleibt und Individuen entstehen. Liebe Lehrerin, heute war der Wurm im Ohr. Ich hoffe, das kommt noch öfter vor. Das Gedicht von James Kurses wurde immer wieder zitiert, bis eine Melodie entstand. Er machte das so raffiniert, dass das ganze Gedicht am Ende vertont war. Ich begleitete es am Klavier, was da entstand, ist wunderbar. Als diese Melodie entstand, die Zeit für Hausaufgaben verschwand. Die Zeit für Hausaufgaben verschwand, als diese Melodie entstand. Kinder brauchen Zeit für ihre Fantasie, für ihre Cola-Ehr und für sich selbst im Wir, für ihre eigene Geschichte und ihre eigene Melodie. Nicht nur die Repetition, sondern jetzt und hier. Ihre genialen Ideen müssen jeden Tag geschehen, damit das Leben spannend bleibt und Individuen entstehen. Liebe Lehrerin, ich weiß, es ist schon über eine Woche. Die Geschichte, die gerade erfunden wird, spielt in der postmodernen Epoche. Indien befindet sich seit neuestem vor unserem Haus in einem Graben. Zeit gibt es dort nicht und natürlich auch keine Hausaufgaben. Doch eine selbstgebaute Hütte mit Stühlen und einer Klinge, darin wird philosophiert, ob es wohl Schulen gibt im Himmel. Wenn Sie diese Begeisterung sehen, würden Sie es ganz gewiss verstehen. Er musste heute wieder ohne Hausaufgaben zur Schule gehen.
brauchen Zeit für ihre Fantasie, für ihre Kohle, ihr und für sich selbst im Wir, für ihre eigene Geschichte und ihre eigene Melodie. Nicht nur die Repetition, sondern jetzt und hier. Ihre genialen Ideen müssen jeden Tag geschehen, damit das Leben spannend bleibt und Individuen entstehen. Hey, vergiss nicht deinen Schulranzen!